South Park Fractured Butthole hat mich nachhaltig beeindruckt. Und das nicht nur, weil das Spiel natürlich wieder voller Witz steckt, voller Liebe zum Detail. Nein, auch, weil sie sich hier für die Präsentation ein extrem cooles Feature überlegt haben. Folgendes, es ist die Nautilus Rift. Haha, Wortspiel. Was einem Gerüche aus dem Spiel näher bringt. Und welche Gerüche könnte man mit South Park assoziieren? Ja, zum Beispiel den eines Furzes. Und das war dann auch alles, was ich die ganze Zeit riechen durfte. Und das, was ich auch jetzt noch die ganze Zeit rieche. Wir sind schon 10 Minuten da raus und es ist noch überall in meinen Nasennebenhöhlen. Deswegen weiß ich nicht so richtig, ob ich hier gerade unverfälscht meinen Eindruck von dem Spiel wiedergeben kann. Ist es das, was man erwartet? Ich habe mir sagen lassen, 30 Stunden Spielspaß werden erwartet. Man kann Superhero sein, das ist jetzt hier am Start. Es gibt Turn-Based-Kämpfe, alles jetzt nicht völlig überraschend, wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Aber durch dieses Feature ist es nochmal ein kleines bisschen ekliger geworden. Ich weiß gar nicht darüber, ob es das auch für zu Hause gibt, aber wenn ich mir vorstelle, 30 Stunden damit zu spielen, ja, da würde ich lieber den ganzen Tag auf einem Festival-Klo Dixie sitzen und dort Gameboy spielen, statt dieses Teil direkt unter der Nase klemmen zu haben. Ansonsten, freut euch drauf, kommt Ende des Jahres raus, super Weihnachtsgeschenk, das Ding unterm Baum und Weihnachtsgerüche sind kein Problem mehr. Ja, vielen Dank dafür.